Alena Fritz kann endlich wieder aufatmen. Bei dem deutschen Model könnte es privat eigentlich kaum besser laufen. Im August 2017 wird die schöne Moderatorin zum ersten Mal Mama eines kleinen Mädchens. Kurz darauf heiratet die 29-Jährige ihre große Liebe, Fußballstar Clemens Fritz. Doch während ihres letzten Sommerurlaubes in Ägypten wird Alenas Tochter schwer krank. Ein Schock für die junge Mutter. Bunte.de hat das Model auf dem Mon Cherie Barbara Tag in München getroffen und gefragt, wie es bei ihrem kleinen Liebling zu dieser schrecklichen Situation kommen konnte. Kurz nach unserer Hochzeit war mein Mann mit seinen Kumpels verreist und ich mit meiner Freundin und den Kids. Und er sagte noch, fahr nicht nach Ägypten, da ist die medizinische Versorgung nicht so gut. Und sie hat ein Bombenimmunsystem und hatte bis dahin noch nicht mal einen Schnupfen. Und dann dachtest du, jetzt komm, willst du auch nicht der Spielverderber sein. Und natürlich ist es dann passiert. Und auch noch durch so eine Lappalie wahrscheinlich wie ein Eis, was alles erstmal ausgelöst hat mit Salmonellen. Und dann war das Immunsystem erstmal so unten, dass ein Infekt nach dem nächsten kam. Am Ende hatte sie irgendwann 6. Und es war wahnsinnig hart, weil wir lagen im Krankenhaus, also sie mit mir, konnten uns nicht gut verständigen, hatten nicht die richtigen Medikamente für sie, sie haben sie nicht mal gewogen. Alena entscheidet während des Krankenhausaufenthaltes in Ägypten, dass sie mit ihrem erkrankten Baby zurück nach Deutschland fliegen will. Eine weitere Woche müssen die beiden dann auch in ihrem Heimatland im Krankenhaus bleiben. Erst dann verbessert sich endlich der Zustand ihrer Tochter. Doch die nervenaufreibende Erfahrung wird die Neumama so schnell nicht vergessen. Es ist das Schlimmste auf der ganzen Welt und sogar meine Freundin hatte danach echt mal eine Phase, in der sie sich Zeit für sich nehmen musste und gesagt hätte, es ist mir alles gerade zu viel, das war die schlimmste Erfahrung und es war nicht mal ihr Kind und für mich müssen wir gar nicht von reden. Zum Glück kann sich Alenas Tochter in Deutschland wieder vollständig erholen und ist mittlerweile kerngesund.